Das alleine war schon eine Sensation. Vor einigen Wochen wurde im sibirischen Permafrost ein 40.000 Jahre altes Fohlen gefunden. Und es ist noch ziemlich gut erhalten. Und jetzt das, ein Forschungsteam will das Pferd klonen. Wie das genau funktionieren soll und wie realistisch es ist, dass wir so ausgestorbene Arten wieder aufleben lassen können, erfahrt ihr jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Hier gibt es täglich neue Science-Videos. Abonniert den Kanal gerne. Herzlich willkommen. Das ist wirklich ein Sensationsfund. Ende August hatte das russische Forschungsteam das Fohlen der ausgestorbenen Art Equus inensis aufgespürt, und zwar in einem 100 Meter tiefen Krater, der auch als Maul der Hölle bekannt ist, im nordostsibirischen Permafrost der Taiga. Ja, und dieser Permafrost hatte dafür gesorgt, dass das Fossil super konserviert wurde. Dazu einer der beteiligten Forscher, Semyon Grigoriev. Der Körper des Tieres blieb ohne Schäden erhalten, sogar das Fell ist noch vorhanden. Aber nicht nur das, auch der Schwanz, die Haut des Tieres und die Hufe sind noch gut erhalten, äußerst selten bei solch alten Funden. Denn das Forschungsteam ist sich sicher, der Fund ist zwischen 30 und 40.000 Jahre alt. Das Forschungsteam vermutet, dass das Tier zu seinem Todeszeitpunkt etwa 2 Monate alt war. Schon früher gab es immer mal wieder spektakuläre Funde aus dieser Region, beispielsweise die Überreste eines Höhlenlöwen, Mammuts und Wollnashörner. Die große Hoffnung vieler Forschungsteams, solche ausgestorbenen Spezies wieder aufleben zu lassen. Genau das haben jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Russland und Südkorea auf dem Plan. Sie haben verkündet, das Fohlen schon bald klonen zu können. In der Zeitung Siberian Times sagt einer der beteiligten Stammzellenforscher Wu Suk Hwang: Wir werden versuchen, aus entnommenen Gewebeproben Kulturen anzulegen. Sollte uns das bei diesem uralten Pferd gelingen, könnten unsere Methoden auch auf andere Klonprojekte angewendet werden. Konkret plant das Team, ein modernes Pferd als Ersatzmutter für die geklonten Equus inensis Embryonen einzusetzen. Voraussetzung dafür wäre lediglich eine einzige rekonstruierte Zelle des konservierten Fohlens, so die Forscher und Forscherinnen. Doch genau das ist nicht gerade einfach. Im Gegenteil, bisher sei es noch nie gelungen, eine Zelle mit solch einem uralten Erbgut zu gewinnen. Doch Wang und seine Kollegen und Kolleginnen sind optimistisch und bezeichnen ihren ganzen Plan als machbar. Das hätten Experimente mit eingefrorenen Haustieren gezeigt. Konkret setzen sie auf gut erhaltenes Muskelgewebe, um noch intakte Zellen aufzuspüren. Doch wie realistisch sind diese Pläne wirklich? Interessant an der ganzen Sache ist die Vorgeschichte von Wu Suk Hwang. Er betreibt eine Art Klonfabrik, in der jeden Tag etwa 500 neue Tiere produziert werden. Hier geht es um verstorbene Haustiere, meist Hunde. Mit ihrer DNA schafft Hwang Klone, mit denen er dann wiederum die trauernden Besitzer glücklich macht. Und das ziemlich erfolgreich. Konkret funktioniert das mit Hilfe des somatischen Zellkerntransfers, ein Verfahren, bei dem die Hautzellen des Tieres genutzt werden, das geklont werden soll. Hier wird dann der Kern entfernt und in eine Eizelle ohne eigenen Zellkern eingesetzt. Die Hundebesitzer kostet das einige tausend US-Dollar. Sein wohl größter Clou gelang Wang 2005, als es ihm gelang, Snoopy zu klonen. Snoopy steht für Seoul National University Puppy und meint einen afghanischen Windhund. Seine Erbinfo wurde aus den Hautzellen der Ohren seines Vaters entnommen. Knapp 1100 Embryos wurden in die Gebärmütter von 123 Hündinnen eingesetzt und es kam tatsächlich zu 3 Schwangerschaften. Snoopy ist der einzig Überlebende. Ein wirklich krasser Erfolg, der 2006 von dem amerikanischen National Human Genome Research Institute als solcher bestätigt wurde. Der weltweit erste geklonte Hund. Wang galt seitdem als Pionier der Stammzellenforschung, doch dann ging es mit ihm bergab. Bis 2005 war er Professor an der Universität in Seoul, bis dann herauskam, dass er riesige Datenmengen gefälscht hatte. Mittlerweile steht sein Name für einen der größten Forschungsskandale dieser Zeit. Konkret ging es um ein Experiment aus dem Jahr 2004. Hier hatte Wang behauptet, erstmals Stammzellenlinien aus einem geklonten menschlichen Embryo entwickelt zu haben. Nach eigenen Angaben habe er diese dann auf Einzelpatienten zugeschnitten. Später kam allerdings heraus, dass er Eizellen seiner Mitarbeiterin benutzt hatte. Das hatte Wang 2005 selbst zugegeben. Ein Jahr später kam dann eine Untersuchung heraus, die seine gesamte Stammzellenforschung für gefälscht erklärte. Nichtsdestotrotz, Wangs Plan bezüglich des Fohlens aus dem sibirischen Permafrost ist klar und er ist tatsächlich nicht der Einzige, der dieses Ziel, nämlich ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben zu erwecken, verfolgt. Ja, wir hatten ja darüber bei Klicksum hier schon mal berichtet. Es geht um Mammuts, Moas, Wandertauben und den Magenbrüterfrosch, alle längst ausgestorben. Dennoch besteht die Hoffnung, dass sie demnächst vielleicht wieder auf der Erde leben könnten.
Das ist der Plan der sogenannten De-Extinction-Bewegung. Das sind diejenigen Leute, die sich um die Wiederbelebung ausgestorbener Tierarten kümmern, wie beispielsweise auch der Genetiker George Church von der renommierten Harvard University in Boston. Er will ein Embryo entwickeln, das halb Elefant und halb Wollhaar-Mammut ist, und das in naher Zukunft. Das hat er Anfang letzten Jahres auf einer wichtigen Wissenschaftskonferenz in Boston verkündet. Auch andere Forschungsteams weltweit arbeiten schon seit Jahrzehnten daran, längst ausgestorbene Tiere von den Toten zu erwecken. Vor rund 14 Jahren hatten sie Zellkerne aus dem letzten Exemplar der ausgestorbenen Pyrenäensteinböcke entnommen und diese in Ziegen eingesetzt. Und das Ganze war wirklich vielversprechend. Im Sommer 2003 kam ein Steinböcklein zur Welt, das allerdings nach wenigen Minuten erstickte. Die ganze Idee, die heutzutage noch wie Science Fiction klingt, ruft natürlich auch Kritiker auf den Plan. Sie werfen den beteiligten Forschungsteams vor, sich wie Gott aufzuspielen. Doch ist es auf der anderen Seite nicht eine Art Korrektur, wenn wir Menschen ausgestorbene Tiere zurückbringen, deren Ausrottung wir selbst zu verantworten haben? Andere Kritiker sprechen von Frankenstein-Methoden und wieder andere fordern, das investierte Geld besser zu nutzen, um noch lebende Arten zu schützen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch Klicksum. Natürlich nicht die Glocke vergessen. Oder werdet sogar Mitglied. Mit einem kleinen Beitrag tut ihr Gutes. Wir schalten damit nämlich immer mehr Werbung vor den Videos ab und ihr bekommt ein paar spannende Extras. Einfach hier unter dem Video draufklicken oder auf den Link in der Videobeschreibung. Und hier geht es weiter mit Das Mammut wiederbeleben. Dr. Frankenstein wird Realität dafür. Also hier klicken und über WhatsApp bekommt ihr die Videolinks übrigens vor allen anderen von mir. Dafür hier klicken. Und ansonsten, bis dann. Bleibt dran.